Ja, es ist vieles Wahres dran, aber Freiheit ist das höchste Gut. Klar, man kann selbstsüchtig dabei sein, aber an sich wäre es das heutzutage nicht selbstsüchtig. Und es kommt immer darauf an, inwiefern, weil es sollte jedem freistehen, wenn zum Beispiel euch jemand, eure Mutter oder euren Vater oder euren Bruder umbringt, dass ihr den auch umlegen dürft. Klar, Rache sollte man nie mit Rache vergelten, aber es sollte euch freistehen dürfen. Und nicht, dass der Staat kommt und sagt, nein, du musst ihn vor ein Gericht zerren, du musst. Nein, dass du einfach selbst handeln kannst. Wenn du ihm vergibst, kein Problem, aber dann ist es deine Entscheidung, dann kannst du konform mit sein. Das ist ein ganz heikles Thema. Aber ja. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ist jetzt extra ein überspitztes Thema, damit es ja richtig rüberkommt. Weil für mich, ich bin ein Freigeist. Wenn du mich einsperrst, egal wann und wie, ich brech dir aus, bring dich um, wenn du mir im Weg stehst und mach mich vom Acker. Ohne Spaß. Da kenne ich nichts. Ich bin da wie ein Löwe im Käfig dann. Und wenn du mir eine Chance gibst, da rauszukommen, bin ich weg. Und das forever. Dann wirst du mich nie wiedersehen. Und genauso, ja, stelle ich mir vor, ein Assassine zu sein, der einfach für die Freiheit lebt. Seine eigenen Fehler zu machen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, nicht auf andere irgendwie, ja, Acht geben zu müssen. Wie auch immer, weil niemandem ist alles egal. Es wird immer jemanden geben, der euch selbst wichtig ist, auch wenn euch die anderen scheißegal sind. Aber darauf kommt es ja an, weil wenn jeder sein eigenes Grüppchen hat, wo er beschützt, wenn sich die dann zusammentun und wie gesagt, ja, dann geht das auch klar, ohne Probleme. Dann muss man sich ja nicht mal bekriegen oder so. Dann können alle frei sein, aber man kann auch egoistisch sein, hat aber dennoch seine Leute, wo man halt gibt und nicht nur nimmt und so. Klar, Clown oder so, eben so einen gewissen Ehrenkodex solltest du haben, ne? Also so unter dem Motto, wenn du klaust, hast du keine Ehre oder whatever. Das sind aber eher so moralische Gründe, ne? Und das sind keine Grenzen, die du gesetzt bekommst. Die setzt du dir selbst, weil du aufrichtig bist. Dann gibt es natürlich schon solche Arschlöcher, die dir was klauen und dann noch finden, hör, du hast es doch verdient und so. Ja, aber da kommt eben das ins Spiel von wegen, yo, du hast mich beklaut. Jetzt darf ich dir dafür den Schädel einschlagen, blöd gesagt. Ne, also, wie gesagt, ich darf dann mit demjenigen so verfahren, wie ich das möchte. Und dann kommt kein Gesetz, was sagt, nein, zeig ihn an. Wenn er die Strafe bekommt, die mir aber nicht gefällt, muss man damit leben. Nein, dann könnte ich einfach hingehen, ihm die Fresse polieren, alle Knochen brechen, ihn noch sogar leben lassen, bla bla, einfach nur, dass er möglichst lange Schmerzen hat, dafür, dass er geklaut hat, vielleicht auch beide Arme abhacken und dann war's das, so wie ein Vergewaltiger einfach den Schwanz abhacken, das ist sein bestes Stück, wie auch immer, damit der ja nie wieder irgendwie an sowas denkt. So denke ich. Nicht Zahn um Zahn, Auge um Auge, einfach selbst entscheiden. Und wie gesagt, wenn jetzt einer mein Kind umbringt und ich ihm dann verzeihe, dann ist es mein Thema. Ne, dann hat niemand was dazu zu sagen. Deswegen fand ich auch cool vorher, dass mich Sigurd danach gefragt hat, was ich mit dem Zeug machen will, weil ich oder wir beispielsweise haben diesen Dulli da vorher von Papaz gekillt. Und ja, eigentlich gehört uns die Beute. Aber wenn ich jetzt sage, yo, der kann das haben, das gehört in dieses Land und fertig, dann ist es so. Dann hat niemand was da zu meckern. Aber wenn ich sage, das ist meins, hat man jetzt auch gesehen bei der
erste Entscheidung, weil ich ja zuerst gesagt habe, es ist meins. Ja, oh gut, wenn du das brauchst, um mit mir zu kommen, easy. Ich will dich an meiner Seite haben, ich lasse dir deinen freien Willen. Und genau das schätze ich. Und genau das meine ich von wegen freier Wille. Ihr könnt ja mal unten in den Kommentarbereich schreiben, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Ist es für euch wichtig? Ist es nicht wichtig für euch? Den zweiten Teil werden wir hier von Desmonds Ding morgen im nächsten Part gucken. Aber jetzt im ersten Moment ist für mich gerade die Stunde um und ich möchte euch mit diesen Worten, die ich euch jetzt hier gerade noch mitgegeben habe, ins Wochenende, whatever, entlassen und euch einen schönen Tag wünschen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bei sowas werde ich nachdenklich, bei sowas denke ich öfters nach. Ja, wie würde ich handeln, whatever, wenn ich sowas höre von Desmond. Ihr wisst, ich habe eine sehr intensive Verbindung zu Desmond. Es gibt keinen Charakter, den wir jemals gespielt haben, der für mich mehr Relevanz hatte als Desmond und vielleicht für euch auch, weil Desmond, also zu Desmond hatte man einfach eine Ultra-Bindung. Und wenn du zu jemandem eine Bindung hast, dann, ja, dann denkst du halt, ja, ist es jetzt richtig, wenn euer bester Freund oder eure beste Freundin was sagt, denkt ihr dann auch, ja, könnte was dran sein oder eher nicht. Teilt eure Gedankengänge mit. Wenn jetzt jemand, den ihr gar nicht kennt, euch was sagt, dann denkt ihr, weißt du was? Es geht links rein, rechts raus und interessiert mich nicht. Aber eben, wenn euch Leute, die euch wichtig sind, was sagen, dann reflektiert ihr das ganze Gesagte und denkt dann drüber nach, so von wegen, ja, okay, kann ich nachvollziehen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann vieles nachvollziehen, was hier, dass man den der ersten Timeline gesagt hat, aber ich muss halt auch sagen, ich bin einfach für die freie Meinung, ne? Freie Wille, freie Entscheidungsgewalt. Dieses Gesetz, was wir hier haben, soll einfach das Chaos verhindern. Klar, das ist mir völlig bewusst. Kann man aber auch so. Ich meine, klar, dann wird es viel mehr Tote geben, weil, ey, du hast mal irgendwie, einer wurde, bei jemandem wurde das Kind angefahren, dann kommt der andere, fährt mal mit dem Rasenmäher über das Bein, dass es ja kaputt ist, wie auch immer. Dann, das geht dann immer eine Fehde hin und her, hin und her, hin und her. Aber das kann man auch unterbinden, indem dass man eben Wikinger-Style nimmt. Die lebten vor uns und hatten ein viel besseres System als wir heute, indem sie einfach gesagt haben, hey, du hast meine Tochter, also du hast meine Tochter vergewaltigt, ich vergewaltige jetzt dein Kind, fertig. Dann ist ausgeglichen. Dann kommt nicht der nächste Bruder und sagt, hey, du hast meine Tochter vergewaltigt, dann vergewaltige jetzt deine Urgroßmutter oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das war dann ein Ehrenkodex, sozusagen. Wenn du den brichst als ehrenloser Hund, dann wirst du einfach gehängt. Schaut Vikings an, die Serie. Da ist es genau gleich. Und das feiere ich so unsterblich, weil dann ist es einfach so unter dem Motto, ich mach dir was, du machst mir was, wir sind quitt. Fertig. Dann kommt nicht irgendwo noch ein Onkel oder 10 Türken, 10 Albaner oder 10 Italiener, weil ich bin Italiener, deswegen sage ich es ja. Und dann gibt es ein also eine Massenprügelei und ja, ich bringe dich jetzt um dafür, dass du meine Mutter vor 10 Generationen gekillt hast oder so, das gibt es dort nicht. Ne? Das gibt es nicht. Zum Beispiel auch hier Eivor, egal ob männlich oder weiblich, hat seinen Vater verloren, wurde beschämt durch diesen Trötenheini, durch diesen Fickfleck, nenne ich ihn jetzt auch mal, oder Wixfleck. Und jetzt haben wir uns daran gerächt, weil er einfach, ja, ehrenlos war und uns trotzdem abschlachten wollte. Und Sigurd und ich einfach überlebt hatten, weil wir Glück hatten und davongekommen sind. Andere hingegen hatten Pech und wurden hingerichtet. Auf grausamste Weise abgeschlachtet. Und ja, und jetzt ist Eivor eigentlich wieder quitt. Weil
Sie haben sogar gesagt, wenn ihr jetzt euch ergebt am Tor, dann passiert euch nichts. Man hätte, weil sie steht zu ihrem Wort. Die steht zu ihrem Wort, sagt, hey, ich habe die Scheiße mit eurem Vater geklärt oder mit deinem Vater, whatever, mit deinem König. Jetzt bin ich hier der Obermacker. Wenn ihr euch jetzt ergebt, passiert euch nichts, weil ich habe meine Schuldigkeit getan, ne? Also ich habe mich gerecht, blöd gesagt. Und hätten die das gemacht, würden sie noch leben. Haben sie aber nicht gemacht, wollten uns anpacken, wollten uns in die Tonne klatschen, haben aber dann selbst auf die Fresse gekriegt. Das sind sie dann selbst schuld. Ich meine, ne? Also, das ist dann immer, vor allen Dingen, wenn du schon im Unrecht warst, ne? In diesem Volk, wo sowieso nur Bastarde leben, wo kein Ehrgefühl haben. Sorry, dann bist du einfach am schlechteren Hebel. Klar, du bist vielleicht dann skrupelloser im Kampf. Wow. Aber wenn du keine Ehre hast, es tut mir leid, dann fürchten dich die Leute und werden dir nie zu 100% folgen. Ich möchte eine Eivor darstellen, die korrekt ist, aber dennoch skrupellos. In diesem Sinne, im Kampf skrupellos, aber gerecht. Das heißt, wenn ich was sage, halte ich das, was ich sage, ein. Deswegen habe ich sie, also habe ich diesen anderen Trottel da, den sie eigentlich umbringen wollte, jetzt einfach mal verbannt, um den Frieden zu wahren, ihn von allen, ja, abschlachten zu lassen, blöd gesagt, weil jetzt hat er keine Gesetze, also er lebt jetzt ohne Gesetze, ne? Heißt jetzt, wenn er einen Sklave umbringen möchte, der Sklave bekommt keine Strafe. Hätte man ihn umgebracht, hätten dann alle gesehen, oh, der ist was für ein skrupelloser und bla bla bla. So hat man wenigstens noch gesehen, hey, sie entscheidet oder er entscheidet, je nachdem, wen ihr spielt, so nach Motto, er hat Scheiße gebaut, man wird nur, also nur, es ist eine heftige Strafe, verbannt zu werden. Stellt euch vor, ihr seid in Deutschland, der Richter sagt, hey, ihr werdet verbannt, habt keine Todesstrafe und ihr dürft nie wieder in euer Land, wo vielleicht eure Eltern leben. Ne? Also, das ist ultimativ hart. Und genau das finde ich eigentlich cool. Klar, du gibst dann ihm eigentlich so ein Silbertablett in die Hand, wo es dann heißt, hey, wenn ich dich wieder sehe, bringe ich dich um. Aber für gewöhnlich ist es so eine Schmach und ob man ohne Hilfe, ohne irgendwas in der Wildnis permanent überlebt. Ich glaube weniger, außer du bist wirklich ein stahlharter Brocken. Aber er hatte ja nur noch ein Auge, das andere Auge ist völlig verbeult, wie man gesehen hat. Whatever. Also, wie gesagt, das sind alles Kriteriumspunkte, die ein schlauer König, whatever, wissen muss. Aber eben die Freiheit ist immer das größte Hab und Gut. Wenn, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon in einem meiner Parts gesagt, wenn man mir die Freiheit nimmt, oder vielleicht auch schon vorher, weil jetzt habe ich einen Text vom Stapel gelassen, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Ich hoffe, ich habe mich irgendwie nicht verzettelt. Tut mir leid, falls doch. Und sonst schreibst du in die Kommentare, dann reden wir drüber. Deswegen gibt es ja die Kommentarsektion. Aber yo. Wenn man mich einsperren würde, ich wäre wie ein Löwe im Käfig. Na, also wie gesagt, wenn du mir die Chance gibst, auszubrechen, bin ich weg. Wenn du mich aber jetzt als Löwe bei dir nicht haushältst, blöd gesagt, wie ein Haustier, sondern ebenbürtig behandelst und mir meine freie Wahl lässt, dann kann ich dein größter Verbündeter sein und fick jeden an. Beispielsweise, ich fick jeden zu Tode, der auch nur dich schief anguckt und meint, er müsse es mit dir aufnehmen, weil es mir danach ist. Ne? Wenn mir jemand wichtig ist, sage ich jetzt schon nur mal meine Kinder, deswegen habe ich schon jetzt Angst vor meinen Reaktionen, wenn irgendjemand meinem Kind was tut, dass ich das andere Kind nicht irgendwo auf einen Baum hänge und dann sage, jetzt hast du mal einen Tag Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Ich komme am Abend wieder und hole dich runter. Ne, so in dem Sinne. Oder wenn ein Teenager das macht, ist mir egal. Pff, ob er jetzt 5 oder 20 ist, ich hau dem die Fresse ein. Ist mir scheißegal.
Wenn er meinen Sohn oder meine Tochter anpackt, hau ich ihm die Fresse ein. Wenn mein Kind Scheiße baut, dann klatscht es einfach mal, aber kein Beifall. Und deswegen muss ich auch sagen, habe ich nie Probleme zurzeit mit meinen Kindern. Die wissen, wenn ich was sage, müssen sie nicht gehorchen. Ist falsch über, ist jetzt übertrieben, aber wenn ich was sage, solange sie noch unter einem gewissen Alter sind, haben sie zu machen, was ich sage. Und die haben den nötigen Respekt noch. Und das vermisse ich ja an der heutigen Jugend, Zeit, whatever. Die Kinder zum Teil haben keinen Respekt, haben nichts, niente, nada. Du kannst einfach rausgehen und du wirst von einem Kind beleidigt. Im schlimmsten Fall, also im echtesten Fall heißt es noch, du bist ein Arschloch. Im schlimmsten Fall fickt er deine Mutter. Böse gesagt. Und er sagt dann, hey, ich ficke deine Mutter, hey, ich kam gerade aus ihrem Bett oder whatever. Dann kommen solche Sprüche und dich muss nur, also habe ich selbst schon erlebt, ne? Und da muss ich einfach sagen, what the fuck? Wo leben wir hier? Den Jungen habe ich dann auch gepackt und dann habe ich ihn zum Vater, also bin ich mit diesem kleinen Rotzbengel zum Vater gegangen, der meinte nur, der sagt sowas nicht. Dann habe ich ihm ein bisschen den Arm umgedreht vor seinem Vater. Hast du was gesagt oder hast du nichts gesagt? Er glaubt gar nicht, wie schnell der geredet hat, weil er vor seinem Vater, blöd gesagt, gemerkt hat, dass ich keine Angst habe vor seinem Vater. Dass er so, dass ich ihm sozusagen noch Gewalt antue, damit er redet. Weil mir ist es scheißegal. Weil in dem Moment klingt es bei mir aus, dann ist mir egal, ob, wie gesagt, das Kind 5 Jahre alt ist oder ob du 30 bist, ob du 40 bist, ob du 2 Meter groß bist, ob du 5 Meter breit bist. Es interessiert mich nicht. Ich habe extra Kampfsport trainiert deswegen. Ich benutze es nur dann, wenn ich darf und will. Und fertig. Ich hab mich schon ab und zu verprügeln lassen, weil ich dahinter keinen Sinn sah zu kämpfen. Dann dachte ich mir, ho, ey, hau mir in die Fresse. Ich wehr mich erst, wenn es an mein Leben geht. Ich hatte schon öfters mal blaue Augen, also, ne, weil ich einfach mich nicht gewehrt habe. Dann dachte ich mir, ey, wenn du es unbedingt nötig hattest, kein Problem. Weil wenn ich mal aushole, liegst du aber im Krankenhaus. Weil ich weiß genau, wo ich hinschlagen muss, ich weiß genau, was ich tun muss. Aber ich lasse mich meistens nicht auf dieses Niveau ein. Aber wenn so ein Rotzbengel kommt und meint, mit irgendwie 9 Jahren mich Hurensohn zu schimpfen, tut mir leid, YouTube für das, claimt das Video, also nicht claimt, wie soll ich sagen, ne? Macht das Geld, Mann, dass es nicht jugendfreundlich ist, ist mir scheißegal, aber es muss mal gesagt werden. Wenn ein wirklich 9-Jähriger zu mir kommt und sagt, ich bin ein Hurensohn und so, und dann gehst du mit dem scheiß Balk zum Vater oder zur Mutter und dann kriegst du nur zu Gesicht so, nö, das macht mein Sohn nicht. Er ist ein Engel. Dann muss ich einfach sagen, nee, nicht mal meine Kinder sind Engel. Die muss ich ja permanent, jeden Tag irgendwie zurechtstutzen, ne? Also, das sage ich euch ganz ehrlich ins Gesicht, dass ich jeden Tag mit meinen Kindern irgendwas labern muss. Und zwar, zuerst bin ich ruhig, bis zum 4. Mal, dann fange ich an zu nicht schreien, aber lauter zu werden. Und beim 5. Mal schreie ich. Und wenn das nicht hilft, dann versuche ich noch, ihn ins Zimmer mal zu stecken, mal eine Runde, dass er mal runterkommt. Dann sage ich, hey, tob dich aus im Zimmer. Wenn du dich ausgetobt hast, komm wieder, kannst du wieder nach vorne kommen, kein Problem. Wenn er es aber dann immer noch nicht gerallt hat, dann klatsche ich ihm einfach mal so einen auf den Arsch. Bis jetzt musste ich nur einmal ihm eine waschen, das so eine ins Gesicht hauen, aber mit Gefühl. Nicht, er hatte nicht mal einen Abdruck, wohlbemerkt. Aber das musste ich machen, weil er sich nicht mehr gespürt hat. Der hat seine eigene Schwester halb, ja, ich sag mal so, krankenhausreif geprügelt. Die hatte schon blaue Flecken und alles, die hat jämmerlich geweint. Als ich am Kochen war und so, ich dachte, hey, die zanken jetzt da vorne nur. Und dann komme ich nach vorne, sehe, dass ich einfach nur aus
Reflex, aus Intuition, geh zu meinem Sohn, hab aufgezogen und im letzten Moment noch gecheckt, hey, das ist nur ein Kind, und hab ihm sanft noch eine leicht gescheuert und hab ihm dann an den Haaren gezogen und hab gesagt, noch ein so ein Ding. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Er hat mich so angeschaut, wurde quietschrot in seinem Gesicht und ich nur so, ja, jetzt weißt du, was ich meine, ne? Ich kann dir auch Schmerzen zufügen. Ist nicht lustig, ne? Dann er ist nur so, nein, nein, Papa, nicht lustig. Dann ich nur so, ja, warum tust du es dann deiner Schwester an? Soll ich dich auch mal ein bisschen verprügeln? Nein. Also, noch ein so ein Ding und wir haben so ein Riesenproblem. Geschwisterstreit hin oder her. Aber das hast du nicht zu machen. Dann lacht er noch so dumm. Dann hau ich ihm mal dreimal auf den Arsch. Weil es einfach wirklich nicht geht, dass er checkt, was er darf und was nicht. Das ist ja noch das Schlimme. Bei meiner Kleinen kann ich sowas nicht machen. Die ist erst 1,5 Jahre. Sie sind 1 Jahr auseinander und er ist 2,5 Jahre. Ne? Nur so am Rande beigemerkt. Dann kann ich ihr sowas nicht machen. Bei ihr muss ich noch andere Seiten aufziehen. Da muss ich irgendwie noch sie in eine, wenn es zum Beispiel nicht in ihrem normalen Bett schlafen will, muss ich hier ne, so ein, wie soll ich sagen, Reisebettchen machen, ne, aufstellen so und sie da reinballern. Mein Sohn muss sich schon in eine sogenannte Zewi-Decke, so Decke, vielleicht kennt ihr die Zewi-Decke, da können sie dann nicht mehr raus so und permanent spielen, bis irgendwie um nachts um 3 und dann am Morgen ultra müde um 6 Uhr aufstehen dann wieder, ne? Kennt man vielleicht, wenn ihr selbst Eltern seid. Nein, wie gesagt, aber da muss ich dann andere Seiten aufziehen. Ich versuche immer gerecht zu agieren, egal wann, weil ich habe einen ziemlich hohen Gerechtigkeitssinn und ich bevorzuge keine Kinder. Und ich habe sogar von meiner Ex noch eine 10-jährige Tochter und die macht dort, was sie will. Hier wagt sie nicht einmal eine Scheiße, weil die hat einmal irgendwie so eine Wasserflasche weggeschmissen, ne? Und ich nur so, jetzt hebst du die auf. Dann ich nur so, dann meinte sie nur so, nee, ich heb sie jetzt nicht auf. Dann habe ich sie am Nacken genommen, an der Hand auch noch, habe sie also zu der Flasche gezerrt, habe sie auf den Boden gedrückt, also nur auf den Boden gedrückt, nicht bis ganz an den Boden, einfach, dass sie auf die Knie geht. Und dann habe ich gesagt, jetzt bleibst du hier sitzen, auch wenn du hier einschläfst. Du, also bis du die Flasche weg, also die Wasserflasche dort entsorgt hast, wo sie hingehört. Ihr glaubt nicht, innerhalb von 2 Minuten war die Flasche an dem Ort, wo jeder sie hintut, nur sie nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, hat jetzt das Madame, also hat jetzt die Madame eine Zacke in der Krone, ne, so ein bisschen abgebrochen. Ja. Dann habe ich sie so böse angeguckt. Nein, nein, war nur Spaß. Und dann habe ich mir so, aha. Wenn ich dir eine klatsche, ist dann auch nur Spaß, ne? Nein, 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 nein. Also, ja. Dummer Spruch, dumme Antwort. Echt mal. Weil ich musste meine 10-Jährige und meine Jüngste noch nie wirklich klatschen. Noch nie. Es hat gereicht, wenn ich gedroht habe, nicht mit klatschen, sondern ich hänge sie mal über den Balkon einen halben Tag, dann will ich schauen, wie lange du noch so frech bist, ne? Weil die sagt teilweise Sachen zu ihrer Mutter oder weiß der Geier. Und ich guck die einmal schräg an, dann sagt die, nee, nee, ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt. Dann sage ich immer nur, ja, ich hoff's. Das ist wieder mal so typisch. Mutter ist nicht zu Hause, Vater ist einfach, ja, ich sag mal so, ich habe sie mal gefragt, dann hat sie nur gemeint, sie ist lieber bei mir als zu Hause. Dann habe ich auch nachgefragt und gefragt, warum. Ja, bei mir weiß sie halt einfach die Regeln. Zu Hause hat sie keine Regeln. Und das merkt man halt ungemein. Wenn sie zuerst den ersten Tag hier ist, dann
spürt sie sich teilweise echt nicht. Aber nach diesem Abend so, weil die kommt alle 2 Wochen um 6 Uhr so, also 18 Uhr so, zu mir. Und ab Samstag dann ist die ganz normal, wie immer bei uns. Und die hört auf jeden Mucks, den ich sage, oder meine Partnerin zu Hause, die macht alles. Die macht alles. Ich glaube sogar, ein Hund könnte ihr sagen, bei uns zu Hause, was sie zu machen hat, und sie würde es machen. Also, wie gesagt, wenn du ein Kind richtig erziehst, kannst du es praktisch so hindeichseln, dass sie fast alles machen, was du möchtest. Und dass sie dich immer noch lieben, auch wenn du sie mal anpackst. Es gibt Eltern, die verprügeln ihre Kinder. Das ist nicht nötig. Es gibt Kinder, die werden misshandelt zu Hause. Ist nicht nötig. Es gibt Kinder, die werden weggesperrt halbwegs. Ist nicht nötig. Das ist einfach mal was, was ich mal auskotzen wollte, über Freiheit, auch über Kinder zu richten, weil ich richte ungern über Kinder. Ich sage ungern, hey, ich meine, ich habe meine Kinder nicht mal getauft, weil ich finde, sollen meine Kinder selbst entscheiden. Das ist Freiheit. Mir wurde das aufgedrückt. Ich wurde einfach getauft und ja, jetzt bin ich katholisch und ich einfach nur so, wollt ihr mich verarschen? Wen interessiert die Scheißkirche? Wen interessiert das, Mann? Wenn ich mich wirklich dafür interessieren würde, hätte ich mich später immer noch selbst anmelden können. Wisst ihr, was ich meine? Das geht heutzutage definitiv ohne Probleme. Du kannst dich einfach, ja, du kannst dich taufen und dann bist du, ja, je nachdem reformiert, katholisch, whatever, bei uns. Mittlerweile bin ich orthodox. Also einfach, ja, ich gehöre zu keiner Gruppe an, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, wie man dem jetzt sagt. Vielleicht wisst ihr das im Chat. Aber jo. Ich werde dieses Gespräch hier separat verlinken. Ne, wieder. So, Real Talk. Das ist mein erstes Real Talk-Video seit langem. Und ja, ich feiere sowas halt mal, einfach mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part mit euch, wenn wir hier mit Eivor oder Leila mal wieder weitermachen. Es gibt noch einiges zu lesen. Die Boten Edenstabs ist Secret Share, also das ist noch gesperrt. Meine Dateien, Papierkorb. Ah ja, und natürlich Desmond Stufe 2. Na, aber ja, dazu mehr in der nächsten Folge. Ah, ja. Ich könnte noch tagelang labern über solche Themen, weil, ja, ich halt ein Freigeist bin und ich erziehe meine Kinder nach dem Motto, mach selbst, finde selbst heraus, was du kannst, was du nicht kannst. Klar, es gibt immer so Vorschriften, zum Beispiel, benutze die Schere nicht ohne unsere Anwesenheit, ne? So dass wir wenigstens dabei sind und sehen, wie er sie benutzt, so. Aber er darf sie dann verwenden. Das ist wie bei einer Ausbildung, sozusagen. Du kannst jetzt auch nicht ja, direkt schreinern, wenn du neu bist. Dann kannst du nicht, oder du kannst auf dem Bau nicht direkt ein Haus zusammenschrauben, blöd gesagt, oder zusammenzimmern, ne? Ohne dass dir jemand über die Schulter guckt. Das ist genau dasselbe. Aber es das heißt ja nicht, dass er nicht frei ist. Ne? Das heißt, er kann immer noch seine eigene Entscheidung treffen, er kann selbst überlegen, selbst nachdenken. Das Steinrätsel zum Beispiel hier in Assassin's Creed Valhalla ist auch so eine Sache, die ich euch separat hier verlinkt habe. Ja, das dann eher Richtung Nachdenken geht. Da musst du selbst überlegen. Und die meisten Menschen, selbst ich, kamen zuerst nicht drauf, weil ich zu weit gedacht habe. Weil ich dachte, ich darf nur in diesem Rahmen sein. Deswegen habe ich nicht alle Bausteine genommen, sondern wirklich nur bis zu dieser Obergrenze. Weil ich Sachen
zwar verstehe, aber falsch interpretiere. Ach, das meinen die so und so. Und denke ich mir dann am Schluss, scheiße, bin ich ein Dorftrottel gewesen. Bei Pokémon genau dasselbe. Ich habe ja jetzt den LAN-Mode und so und da habe ich mir auch gedacht, ja, scheiße. Programme runtergeladen, kein Problem, alles super, läuft. Was muss ich jetzt, also ab dann noch LAN-Play, Reboot, MS, Doppelpunkt, 11451 eingegeben, ne? Dann ist der Scheiß gekommen da mit der Auflistung. Dann kommt plötzlich so, ja, Nummerierung, schön und gut. Dann steht aber dort auf der Seite, ja, und die Zahl unter der IP-Adresse. Und ich dachte mir so, welche Zahl unter der IP-Adresse? Da ist keine Scheißzahl. Das hätte man ein bisschen anders sowieso hinschreiben müssen. Hätte man jetzt dort zum Beispiel geschrieben, links neben der IP, oder auf der Linie der IP-Adresse, nehmt ihr die Zahl zur ganz linken oder whatever, dann, oder wenn man halt noch dümmer hätte man, also wenn man es noch dümmer hätte reinschreiben können, hätte man sagen können, jetzt wird euch eine Nummerierung aufgestellt, zum Beispiel 1 bis 5. Oh, jetzt habe ich meine Kopfhörer fast rausgeschrissen. 1 bis 5, ne? Dort, wo die IP-Adresse steht, die Nummer müsst ihr dann unten eintippen bei euch im LandPlay Client. Und dann hätte ich schon wieder verstanden. Aber mein Kopf hat gerattert und whatever. Ich kam selbst nicht drauf. Und dass mir dann der Kollege gesagt hat, hey, guck mal, bei dir ist es die 1 und ich nur so. Oder eben die 4 oder whatever. Dann dachte ich mir nur so, hä? Wie kommst du jetzt drauf? Aber gut, benutzen wir mal. Oh Mann, bin ich dumm. Ich soll ja nur die Nummer von 1 bis 4 da mal eintippen. Scheiße, bin ich dumm. Und eigentlich würde es ja noch stehen in diesem Client, wähle eine Zahl von 1 bis 4, anstatt einfach, ja, weil ich zu sehr auf den Scheiß geguckt habe, der Anleitung. Deswegen ist teilweise Selbstmachen besser als einfach lesen oder so, ne? Oder wenigstens, dass dir einer das vorzeigt, damit du es perfekt nachmachen kannst und so weiter und so fort. Ja, scheiße, Mann, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde gequasselt, Mann. Ja, ich höre jetzt auf. Vielen Dank fürs Zugucken, wie gesagt. Auch hier, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt bei diesem Video mal Hashtag irgendwie Layla in den Chat. Oder, nee, Hashtag Desmond, das ist noch besser. Dann weiß ich, dass ihr bis hierher geguckt habt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tüdelü.